Emmerich, Sie sind 1956 in Münster geboren worden, aufgewachsen in Coesfeld und haben dann 1974 hier in Münster Abitur gemacht. Am Schlaungymnasium. Am Schlaungymnasium, ganz in der Nähe. Aber Sie haben ja schon sehr früh begonnen, sich mit Fotografie auseinanderzusetzen, auch früh angefangen zu fotografieren. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ich glaube, ich bin eher so ein Einzelgänger, ein leicht melancholischer Mensch. Ich habe mich also viel in der Stadtbücherei rumgetrieben und habe da also mir Fotobücher ausgeliehen. Und da gab es mal so eine ganz tolle Serie, damals fand ich das ganz tolle Serie mit den Time-Life-Büchern. Und die habe ich mir halt immer ausgeliehen und mir angeguckt. Und ich habe einfach viel gelernt durch das Schauen von Fotos. Wann haben Sie dann angefangen, selbst zu fotografieren? Wie ist es dazu gekommen? In den 70ern hatte ja noch nicht jeder Schüler des Schlaungymnasiums eine Kamera. Nee, das stimmt. Also meine Eltern wollten, glaube ich, mich davon abbringen, irgendwie mit dem Mofa durch die Gegend zu kurven und haben mir eine Kamera geschenkt. Und dann habe ich halt angefangen zu fotografieren. Das war halt im Kreise der Familie. Und ja, also da so ist es angefangen. Aber das waren noch keine ernsthaften Bemühungen sozusagen. Das kam erst später. Sie haben dann nach dem Abitur angefangen, hier in Münster zu studieren, Geografie. Haben das auch ein paar Semester gemacht. Und dann kam aber die große Entscheidung Ihres Lebens. Ja, so kann man es nennen. Also ich habe 4 Semester Geografie studiert. Eigentlich war ich auch schon fast fertig mit dem Vorstudium. Es war so alles gute Scheine gehabt. Und dann hat mein Vater mir damals den Tipp gegeben, dass da ein Fotograf, der wusste ja, dass ich gerne fotografiere, dass da ein Fotograf ist, der einen Praktikanten sucht. Er hatte da irgendwie einen Fotokurs belegt und der hatte ihm das dann gesagt. Ja, und dann habe ich bei dem angefangen, bei dem Fotografen. Habe ein Praktikum gemacht für ein halbes Jahr und daraus ist dann halt irgendwie die Entscheidung irgendwann entstanden, weil der mich gefragt hatte, willst du nicht bleiben, kannst du hier auch eine Lehre machen? Dann habe ich halt überlegt und dann die radikale Entscheidung getroffen, okay, das mache ich. Und um mir den Rückweg sozusagen selbst abzuschneiden, habe ich die kompletten Studienunterlagen mit Ausnahme des Studienbuchs vernichtet. Irgendwann haben Sie dann gesagt, jetzt kündige ich und mache mich selbstständig. Wie ist es dazu gekommen? Das ist ja ein enormer Schritt gewesen. Schon der Schritt, das Studium abzubrechen und zu sagen, ich werde Fotograf. Dann bleiben Sie bei dem Fotograf, machen die Lehre und dann sagen Sie, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt bin ich freier Fotograf. Was haben Sie dann gemacht? Naja, ich meine, ich habe in der Zeit, wo ich bei dem Fotografen gearbeitet habe, ist ja auch noch ein Parallel dazu ein anderes Leben gewesen, also sagen wir mal ein politisches Leben, von Hausbesetzungen bis hin zu einer Solidaritätsreise nach Nicaragua, wo ich Kaffee gepflückt habe und halt die Kamera immer mit dabei. Nicht? Also aber jetzt nicht um da Fotos zu machen in Nicaragua, sondern halt um Kaffee zu pflücken. Und nebenbei habe ich halt eine Fotoserie gemacht, mit der wir hinterher die Solidaritätsarbeit unterstützen wollten. Das ist jetzt nicht groß geplant gewesen, aber ich sag mal, es hat neben meinem Fotografenberuf hat es immer auch noch ein anderes Leben gegeben, nicht ein privates Leben, Wohngemeinschaften, Politik. Als ich bei dem Fotografen aufgehört habe, bin ich dann halt arbeitslos geworden. Ich habe dann von meinem Arbeitslosengeld gelebt zum Teil und habe dann nebenbei halt angefangen zu fotografieren, also um selbstständig zu fotografieren. Das Theater im Puppenhaus habe ich quasi von der ersten Minute an begleitet. Die ganzen Theaterproben fotografiert, ich kannte die ganze Theaterszene. Später war es dann die ganze freie Szene in Münster, von den kleinen Maxen hin bis hin, was weiß ich, wo. Also es gibt so viele verschiedene Projekte, die ich da mit betreut habe. Als ich dann auf einer von der Stadt organisierten Reise zur Partnerstadt Riasan, den Herrn Polenz, Ruprecht Polenz, kennengelernt habe, hat der mich nach der Reise gefragt, ob ich nicht anfangen wollte, für die Industrie- und Handelskammer Fotos zu machen. Das habe ich dann gemacht. Und dann wurden diese
ja, mehr oder weniger privaten Fotoeinsätze, die ich da bis dahin gemacht hatte, wurden dann halt professionell. Ich musste dann quasi auch die Entscheidung treffen, jetzt will ich davon leben. Wann war das ungefähr? In welchem Zeitfenster bewegen wir uns? Ich glaube, das war 91, 92. Hatten Sie zwischendurch, vor allen Dingen vielleicht als junger Mensch, auch mal das Bedürfnis, woanders hinzugehen? Eigentlich nicht. Ich bin immer wieder, also von allen Reisen auch, gerne wieder nach Münster zurückgekommen. Eigentlich ist Münster schon für mich ein Ort gewesen, der mir viel gegeben hat. Der also auch fotografisch-künstlerisch. Nicht? Also ich habe hier in Münster eigentlich mit die für mich wichtigsten Fotoausstellungen in meinem ganzen Leben gesehen. Viele davon im Kunstverein, im Landesmuseum, die hatten damals wirklich ganz hervorragende Ausstellungen. Ich glaube, die Münster bis heute noch beneidet wird. Also zum Beispiel William Eggleston, da habe ich das erste Mal in meinem Leben Dian Transfer-Abzüge gesehen. Das war der Papst für die Farbfotografie. Cindy Sherman, Jeff Wall, Stephen Shore, Francesca Woodman, das waren Ausstellungen, die sind so hochkarätig gewesen. Das hat aber damals wahrscheinlich kaum jemand realisiert, dass das so war. Nein, also Münster hat mir unglaublich viel gegeben. Dann gibt es halt hier die Ausstellung von der Friedrich-Hund-Gesellschaft. Das ist natürlich ein anderes Kaliber, aber trotzdem, auch die haben mich beeinflusst. Und es hat mal eine ganz, ganz besondere Ausstellung gegeben im Landesmuseum, die hieß Überfotografie. Das war eine Ausstellung, da war ich bin da durchgegangen, ich war schockiert. Ich war regelrecht schockiert. Das soll Fotografie sein? Dann habe ich mir aber den Katalog gekauft und habe mit ein paar der anwesenden Künstler gesprochen. Und diese Ausstellung wirkt, das würde ich behaupten, bis heute bei mir nach. Die hat mir wirklich die Augen geöffnet, also was Fotografie sein kann eigentlich. Das ist nicht nur schöne Fotos von der Natur machen und tolle Porträts und so. Das kann auch was ganz anderes sein. Und ein paar Bilder davon, die hängen in der Abteilung Stille in meiner Ausstellung. Also ein paar, die sozusagen in die Richtung gehen. Und das waren weniger jetzt bestimmte Namen, sondern die Art und Weise, wie fotografiert wurde. Da ist zum Beispiel ein Tableau gewesen, das hatte ein Künstler, hatte sich eine Kodak Instamatic gekauft und hat so lange fotografiert mit der Kamera, bis die Kamera kaputt gegangen war. Das waren dann, ich glaube, 196 Bilder oder sowas. Das hatte immer den gleichen Schlot, dampfrauchenden Schlot im Ruhrgebiet fotografiert. Und hat diese Bilder dann alle mit brauner Farbe übermalt. Bis auf bei einem, da hat er die wieder weggekratzt. Und hat die dann alle nebeneinander geklebt, alle 196 Bilder und ganz unten die Kamera. Ich war vollkommen schockiert, weil ich dachte, das kann doch nicht, das ist doch keine Fotografie, das ist doch irgendwie so ein Quatsch, den er da gemacht hat. Ich habe mit dem Künstler und der hat mich tatsächlich überzeugt, der hat zwar kein tolles Foto gemacht in meinen Augen, aber der hat mir was über Fotografie erzählt. Und es gibt in der Ausstellung eine Serie, die wir auch ganz bewusst ja hineingenommen haben, weil sie so ein bisschen ganz typisch für Münster ist. Sagen Sie doch noch mal was zu der Serie. Die alten Marktfotos. Ja, ich bin, also der Markt ist eigentlich mit mein Lieblingsort. Er ist zwar inzwischen, ich sag mal, sehr touristisch geworden. Deswegen gehe ich immer, wenn ich auf den Markt gehe, morgens um 7. Aber der Markt ist für mich ein Schmelztiegel auch. Also das ist ja, also, und das hat sich ja so verändert und das ist, also das kann man eben auch mit Fotografie zeigen. Das also ist, manchmal ist für mich Fotografie auch so eine Art archäologische Arbeit. Nicht? Also jetzt, dass man also zeigt, vor 50 Jahren, da haben tatsächlich noch Bauern gestanden, die haben zwei Böcke gehabt, ein Brett draufgelegt, ihre Kartoffelkisten drauf, eine Zigarrenkiste war die Kasse und das war's. Nicht? Und heute müssen die Händler in Echtzeit ihre Daten an das Finanzamt übermitteln. Es gibt eine Serie, von der ich weiß, dass sie für Sie auch sehr wichtig ist, die Serie Das amerikanische Mädchen. Wann ist diese Serie entstanden und weshalb ist die so wichtig für Sie?
Ich meine, das ist 1979 entstanden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da bin ich mit einer Freundin nach Kreta getrennt, haben wir 7 Tage für gebraucht. Und auf der Überfahrt von Athen nach Kreta ist halt diese Serie entstanden. Und das ist wirklich wie so ein Gottesgeschenk, kann ich fast sagen. Also das ist passiert. Also das habe ich nicht gewollt, das habe ich nicht geplant. Das ist einfach passiert. Das ist irgendwie dieses Mädchen war mit ihren Eltern unterwegs auf dem Deck von dem Schiff. Wir haben immer draußen geschlafen. Und und dann wollte ich diese Familie heimlich fotografieren. Dann hat das Mädchen mich aber entdeckt und hat ihrerseits ihre Kodak Instamatic rausgeholt und hat mich dann fotografiert. Und daraus ist dann ein nonverbaler Dialog, wie so eine Art Performance praktisch, passiert, wo ich einen ganzen Film verknipst habe und habe dieses Mädchen fotografiert. Und im Nachhinein, ich habe das eigentlich erst 10 oder 15 Jahre später bemerkt, war das meine allererste Fotoserie, die ich gemacht habe, die einfach so passiert ist. Und eben auf einer Reise und schon auf einer Reise, ja. Erstaunlich früh. Ja, ja. Ich finde, da ist schon ganz viel von dem spürbar und zu sehen, was dann auch in der übrigen Reisefotografie für mich immer im Mittelpunkt ihrer Fotos steht, nämlich die Auseinandersetzung mit den Menschen. Ja. Und Sie sind ja sehr viel gereist, Sie waren in Südamerika, in Mittelamerika, in Asien, Afrika, ganz tolle Bilder auch. Und ich nehme nicht an, dass Sie all diese Sprachen gesprochen haben. Man merkt aber trotzdem, dass Sie immer mit den Leuten kommuniziert haben, interagiert haben, dass da ein Austausch stattgefunden hat. Wie haben Sie das gemacht und was ist da Ihre Herangehensweise bei solchen Fotos? Ich habe da so einen ganz berühmten Spruch, oder heißt berühmt, einen berühmten Spruch von dem Fußballtrainer Herrn Streich. Auch von FC Freiburg. Der wurde mal gefragt, was man als guter Fußballer braucht. Das könnte man genauso gut als auf den Beruf Fotograf übertragen. Der hat geantwortet, Demut und soziale Kompetenz. Man braucht keine teuren Kameras, man braucht keine Teleobjektive, man braucht keine digitale Technik. Man braucht eigentlich, das Wichtigste ist, man hat die Fähigkeit und die Lust auch, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Und nimmt sie ernst, lässt ihnen ihre Würde. Ich habe wirklich in Syrien zum Beispiel mit so einer Mittelformatkamera fotografiert, so einer doppeläugigen Mittelformatkamera, wo man von oben reingucken muss, man muss scharf stellen, man braucht Zeit, man schießt die Leute nicht ab. Da sind wirklich Männer auf mich zugekommen, die als Pärchen, die laufen dann da ja so mit Fingerhakeln, die haben mich gefragt, sag mal, möchten Sie nicht gerne ein Foto von uns machen? Ich war ein bisschen irritiert, fragte, warum wollen... Ja, Sie sehen aus wie ein richtiger Fotograf, sagten die zu mir. Und zwar wahrscheinlich deshalb, weil ich nicht wie die meisten Touristen mit dem Teleobjektiv und Blitzgerät durch die Gegend renne und die Leute abgeschossen habe, wie ich das jetzt mal so nenne, sondern weil ich mir Zeit genommen habe, weil ich die Leute habe spüren lassen, dass ich sie fotografiere oder ich habe sie sogar angesprochen. Und das haben die bemerkt und dann sind wirklich Leute von sich aus, die ich gar nicht gefragt hatte oder so, die sind von sich aus gekommen, haben mich gefragt, ob ich nicht mal ein Foto von ihnen mache. Und als ich dann versucht habe, die Adresse rauszubekommen, damit ich ihnen dann einen Abzug schicken kann, da war denen das gar nicht wichtig. Die wollten nicht einen Abzug, die wollten einfach das Gefühl haben, von einem richtigen Fotografen mal fotografiert worden zu sein. Also ist es nicht diese mit der Kamera, immer die Kamera vorm Auge und den entscheidenden Augenblick abwarten, was ja so auch durchaus ein gängiges Motiv in der Fotografie ist. Doch, natürlich auch. Das passiert auch. Aber das sind dann eher diese Serie von dem amerikanischen Mädchen. Oder noch, das allerälteste Foto in der Serie ist ja, glaube ich, das heißt, glaube ich, Rue Molière. Das ist auch in Frankreich entstandene Foto. Das sind Sachen, die passieren einem. Das ist dann, oder dieses auch der Engel aus Syrien. Das sind wirklich, da ist man am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und hat das Glück, zur richtigen Zeit draufzudrücken auf den Auslöser, das ist dann natürlich auch, das gehört, das ist beides. Das sind aber unterschiedliche Arten von Fotografien.
Wenn Sie jetzt diese jahrzehntelange Reisetätigkeit, und das sehen wir auch unten durchaus in der Ausstellung, beobachten, was war Ihnen immer wichtig auf den Reisen, auf diesen ganz unterschiedlichen Kontinenten einzufangen? Also ich hatte eigentlich bei diesen Reisen nie feste Pläne, wie das vielleicht jetzt ein Fotograf machen würde, der für Merian oder für, also sozusagen, der den Auftrag hat, ich muss jetzt irgendwie ein bestimmtes Land bebildern, eine bestimmte Reise, bestimmte Orte oder sowas. Mich haben nie die Orte interessiert, die sowieso von allen möglichen Leuten schon fotografiert werden. Der Eiffelturm oder auf Rügen der Königsstuhl, egal, das hat mich nie interessiert. Ich hab mich eigentlich immer mehr oder weniger treiben lassen, hatte natürlich bestimmte Ziele bei den Reisen. Also zum Beispiel in Burma wollte ich unbedingt den Inlesee sehen. Das war mir klar, den wollte ich sehen und da wollte ich irgendwie Zeit verbringen. Aber ich hatte nie vorher einen festen Plan. Und dann begegne ich halt Menschen und daraus entstehen eigentlich immer die schönsten Situationen und die schönsten Bilder. Mich haben die Menschen einfach interessiert als Menschen und das sind ja eigentlich zu 100%, kann man fast sagen, kleine Leute sozusagen, was man sozusagen als die kleinen Leute, Arbeiter, Fischer, Bauarbeiter, Bauern, Kinder, alte Leute, Ruheständler. Und mich hat einfach interessiert, wie leben die in diesen Ländern? Ist das so anders als bei uns? Ich bin auch in Israel, Palästina gewesen, weil ich damals überlegt hatte, ob ich nicht mich in dieses Feld begebe, also als freier Journalist in Kriegsgebiete zu fahren und da Fotos zu machen. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Das ist nicht ist weder mein Ding gewesen, noch hätte ich das durchgehalten. Das hätte ich niemals hingekriegt. Also da habe ich wirklich Hochachtung vor den Kollegen, die das machen und die sich damit auseinandersetzen müssen. Das wäre nicht meins gewesen. Aber da sind dann wiederum andere Bilder entstanden. Also was wiederum diese Menschen wahrscheinlich nicht oder selten nur zu Gesicht bekommen. Ich bin in Familien gewesen, in palästinensischen Familien, ich bin im Gazastreifen gewesen, ich bin in der Westbank gewesen, ich bin in Israel, in Jerusalem gewesen. Ich habe tolle Begegnungen gehabt da und dabei sind auch Fotos entstanden, die meiner Meinung nach schön sind. Und auch teilweise in der Ausstellung jetzt zu sehen sind. Ja. Es gibt ja, also zum Beispiel diese Serie aus den Kapverden, da sind ja wirklich Menschen auch sehr, sehr nah zum Teil fotografiert worden. Und ich habe mich da tagelang am Hafen zum Beispiel herumgetrieben. Und die Leute, die kannten mich inzwischen, die sahen, die wussten, da ist der komische Fotograf mit so einer dicken Kamera. Und der fotografiert halt ab und zu, belästigt uns nicht, sagt niemandem irgendwie, er müsste sich so oder so hinstellen. Ja, und dann ist man irgendwann, glaube ich, mit der Zeit ist man dann wie so ein Fisch im Wasser. Man wird akzeptiert sozusagen als Teil der kleinen Gemeinschaft, die da täglich am Hafen ist. Und dann passieren so Bilder wie zum Beispiel von diesem kleinen Mädchen und der alten Frau mit der Pfeife. Das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Porträt von dieser Frau und von diesem Mädchen, sondern das ist eher so eine Art Symbolbild, weil das ja so darstellen soll, wie die Kinder, die Jugend vom Alter lernen kann. Und darum geht es in diesem Bild. Es geht jetzt nicht um, dass ich diese Frau oder dieses Mädchen fotografieren will, sondern diese Situation zum Beispiel. Und das gibt es ganz viel bei diesen Bildern. Wie gehen Sie dann vor, wenn Sie Projekte fotografieren, die bezahlt werden? Unterscheidet sich die Fotografie? Da haben Sie ja wahrscheinlich auch häufiger Menschen in der Theaterfotografie, wo Sie Porträts machen. Aber das ist jetzt dann ja ein Auftrag. Unterscheidet sich da die Art der Fotografie zwischen Auftrag und freier Fotografie? Also bei einer Auftragsfotografie, ich meine, ich hab fast mein ganzes Leben lang hauptsächlich Menschen fotografiert auf Veranstaltungen und Events und Hochzeiten oder sowas. Und da ist mir natürlich klar, dass der Auftraggeber bestimmte Motive haben will. Und das heißt, dann greife ich in das Geschehen oft ein und sage, jetzt gucken Sie mal in die Kamera, geben Sie sich mal die Hand, stoßen Sie mal mit einem Glas Sekt an und irgendwie greift man ein. Das mache ich bei meiner privaten Fotografie eigentlich nicht.